Ähnlich wie das Kunst- und Handwerksaccessoire-Pack auch wurde das Waschtag-Pack von der Community bestimmt und geformt. In diesem Video möchte ich auf die genaue Entwicklungsvergangenheit dieses Packs eingehen. Vielleicht wussten es einige Spieler von euch noch nicht, aber das Waschtag-Accessoire-Pack wurde ebenfalls von der Community in insgesamt 6 Abstimmungen zu diesem Pack geformt. Im April 2017 wurde das Prinzip von Community mit bestimmten Accessoire-Packs zum allerersten Mal erklärt, welches zu diesem Zeitpunkt noch komplett neu war. So startete direkt auch schon die erste Abstimmung mit dem übergeordneten Pack-Thema, bei dem man zwischen ökologischem Leben, dem ersten Haus, Spielhallen, Gefahren und Hochzeiten wählen konnte. Hier hat das Thema des ökologischen Lebens gewonnen, gefolgt von dem ersten Haus, Gefahren, Hochzeit und Spielhallen-Accessoires als letztes. Wie einigen von euch vielleicht aufgefallen ist, wurde die erste Hausidee schon hier entwickelt und später mit dem Tiny Houses Accessoire Pack dann vollends nochmal veröffentlicht. Noch im selben Monat wurde dann über den allgemeinen Stil abgestimmt, bei dem ein eher moderner sowie traditioneller Stil zur Auswahl stand. Ehrlich gesagt hätte ich mich hier über die futuristisch angehauchten Sachen ebenfalls sehr gefreut, welche vom Stil sogar etwas an die des Wellness-Tag Gameplay Packs erinnert haben. Nachdem aber doch der traditionelle Stil gewonnen hat, wurde dann im Mai über die Objekte im Cast- sowie Baumodus abgestimmt. Hier konnten wir aus insgesamt 68 Objekten im Baumodus sowie 64 Objekte im Ersteller 1 Sim-Modus abstimmen. Dabei waren leider ebenfalls ein paar extrem schicke Objekte, die es durch das Auswahlverfahren nicht ins Spiel geschafft haben. Eigentlich wirklich schade, aber das stand schon von Anfang der Umfrage an fest. Der wohl interessanteste Teil war dann die Gameplay-Abstimmung, zu der ein Guru aber ebenfalls eine interessante Grafik vom Brainstorming der Ideen geteilt hat. Hier waren Gameplay-Konzepte wie Marmelade oder Seife herstellen, Glasbläserei, Nektarherstellung oder Lichtschalter im Raum. Aber auch das Abseits vom Strom- und Wasserleben war hier eine Idee, die dann später in die Inselleben-Erweiterung mit eingebaut wurde. Ihr merkt vielleicht schon, wenn die Entwickler Ideen sammeln, kann es gut sein, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal verwendet werden. Die Ideen, über die man dann aber letztendlich abstimmen konnte, waren das CO2-Bewusstsein, Essenskonserven, Selbstversorger und die Wäscherei, von dem eindeutig das Waschthema, welches schon von vielen Spielern heiß erwartet wurde, gewonnen hat. In den beiden letzten Umfragen wurde dann jeweils über den Pack-Titel, bei dem man zwischen Waschtag, Landhausstil, Landhausleben und Waschküchenaccessoires wählen konnte, sowie dem Pack-Icon abgestimmt. In der letzten Umfrage standen diese 4 Icons zur Auswahl, bei dem der uns bekannte Waschkorb den ersten Platz belegt hat. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, hat dieser noch später ein paar Seitengriffe bekommen, um eine mögliche Verwechslung mit der Ähnlichkeit eines Cupcakes auszuschließen. Auch dass der Waschtag-Titel gewonnen hat, wird wohl wenige von euch überraschen. Ganze 4 Monate lagen dann letztendlich zwischen der letzten Icon-Umfrage und dem Erscheinen dieses Accessoire-Packs, welches doch einige Änderungen vor der Fertigstellung durchlaufen hat. Am Ende habe ich noch ein paar interessante Screenshots aus der Entwicklung für euch. Auf diesen kann man die noch nicht fertiggestellten Gameplay-Objekte erkennen. Die grünen Bereiche werden von den Sims beim Spielen berührt. Hier haben die Entwickler schon ein paar Oberteile, aber noch nicht alle ins Spiel eingebaut. Es fehlt allerdings noch der Hinweis auf das Waschtag-Pack. Auf dieser Konzeptzeichnung sieht man verschiedene Verbesserungsvorschläge, die an der Frisur aus dem Pack noch geändert werden sollten. Damit wären wir auch am Ende der Entwicklungsvergangenheit von Waschtag-Accessoires angekommen. Habt ihr bei diesem Accessoire-Pack auch schon fleißig mit abgestimmt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.